Biodiversität, das ist ein Begriff, den man sicher schon mal gehört hat, aber dennoch nicht sofort einordnen kann. Dahinter steckt die Artenvielfalt und die ist natürlich auch in der Region Hannover bedroht. Die Regionsgrünen haben jetzt einen Antrag zur Verbesserung der biologischen Vielfalt in den Umweltausschuss eingebracht. Und im Studio begrüße ich dazu Ulrich Schmerso, umweltpolitischer Sprecher der Regionsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Schmerso, welche Arten sind in der Region Hannover bedroht? Ja, guten Tag, Frau Scheiblich. Es sind vor allem die Arten, die sehr stark gebunden sind an die landwirtschaftliche Nutzung. Denken Sie daran, Feldlerchen. Wer sich erinnern kann an seine Jugend oder Kindheit, weiß, dass Feldlerchen sehr häufig waren, sehr gewöhnlich. Und das ist ein Vogel, der sehr stark zurückgegangen ist. Wenn wir an die Bestände der 90er Jahre denken, dann haben wir hier einen Rückgang in der Region Hannover von mehr als 50%. Denken Sie an den Kiebitz, früher weit verbreitet, dort wo Wiesen und Weiden waren, ein typischer Weidevogel. Es gibt nur noch ganz wenige Paare in der Region, dort haben wir Bestandsrückgänge von 90% und mehr. Jetzt gibt es aber auch so ein paar positive Beispiele zu berichten. Gott sei Dank ist nicht alles so negativ, wie es jetzt klingen mag. Also durch die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung, die gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten stark zugenommen hat, ist sehr viel zurückgegangen an biologischer Vielfalt. Aber wir haben, denken Sie nur an den Wolf, hoch umstrittenes Thema, aber er kommt zurück, weil er nicht mehr ausgerottet wird vom Menschen. Das ist auch ein Erfolg des Naturschutzes. Wir wissen, dass wir die Wildkatze im Deiste haben und auch im Vorland mittlerweile. Selbst in der Nähe meines Dorfes, wo ich herkomme, aus Bente, wissen wir, dass ganz in der Nähe eine Wildkatze leider totgefahren wurde. Aber das ist dann immer der sichere Nachweis, dass die Tiere dort sind. Fischotterbestände am Steinhuder Meer haben zugenommen oder der Biber in der Leineaue. Nicht immer zur Freude der Landwirte, weil er entdeckt hat, dass Mais sehr gut schmeckt. Und sich die Maiskolben holt und die Stängel der Pflanzen dann zum Bauen von Dämmen nimmt. Wir haben jetzt eben schon die Landwirtschaft angesprochen. Was sind weitere Gründe, mögliche Gründe für den Rückgang der Arten? Ich denke, ein ganz anderer, auch wichtiger Rückgang ist die Versiegelung der Landschaft. Einmal durch Baugebiete. Das sind weniger die Wohnungsbaugebiete, die sich da sehr stark auswirken, sondern es sind die Gewerbeflächen. Wenn Sie entlang der Autobahn fahren, sehen Sie das sehr stark, dass da viele neue Gewerbeflächen entstanden sind und da geht für die biologische Vielfalt viel verloren an Flächen und auch an Tieren. Und es sind auch die Zerschneidungen in der Landschaft, insbesondere durch große, breite Straßen. Jetzt fordern Sie in Ihrem Antrag, beziehungsweise haben in Ihrem Antrag gefordert, dass mehr Naturschutzgebiete entstehen. Wo könnten die entstehen in der Region Hannover? Also wir haben ja eine Biodiversitätsstrategie für die Region beschlossen, Rot-Grün, auf Initiative der Grünen. Und dazu gehört es natürlich auch, neben solchen Maßnahmen, dass wir Lärchen produzieren durch Lärchenfenster oder durch eine andere Bewirtschaftung von Ackerbauflächen, dass wir die Schutzgebiete, die noch nicht unter Schutz gestellt sind durch ein Naturschutzgebietsverfahren, das sind vor allen Dingen aus europäischer Sicht, aus Sicht der Union, sehr wertvolle Bereiche. Ein ganz berühmter Fall, der auch sehr umstritten war, ist das Tote Moor am Steinhuder Meer und die entsprechenden Grünlandflächen drumherum. Jetzt gibt es ja eine Menge Leute, denen ist das durchaus egal, ob Arten, Pflanzen oder auch Tiere aussterben. Warum ist es dennoch so wichtig, die Artenvielfalt zu erhalten? Naja, wir Menschen sind ein Teil dieser Arten. Und ohne die Arten, ohne dass sie was zu essen haben, würden sie nicht lange leben. Wenige Tage. Wir sind Teil eines ökologischen Netzes. Da kann man vielleicht die ein oder andere Masche rausnehmen, aber irgendwann brechen sie durch, wenn Sie mal so eine Metapher sehen. Und ein ganz aktuelles Beispiel, wir haben bei Insekten starke Rückgänge, insbesondere bei der Honigbiene. Und das bedeutet, dass die Bestäubung von für den Menschen wichtigen Pflanzen, die für die Lebensmittelerzeugung wichtig sind, immer schwieriger wird. Und das kann auch existenzielle schwere Folgen für uns als Menschen in der Region, aber natürlich darüber hinaus haben. In den USA haben wir Bereiche, die sind teilweise von solchen Blütenbestäubern weitgehend frei durch Insektizide. Letzte Frage, was wird es kosten, neue Naturschutzgebiete einzurichten? Das Einrichten von Naturschutzgebieten kostet nichts, wenn ich mal von dem Aufstellen der Schilder absehe. Aber das ist ja nur eins. Ich schütze formal durch eine Verordnung einen Bereich und
lege da Regeln fest, sodass der Erhalt dieses Gebietes gesichert ist. Aber wichtig ist auch die zweite Säule, dass wir dort Maßnahmen durchführen im Rahmen unserer Biodiversitätsstrategie. Also zum Beispiel, wenn ich dort Gewässer habe, die in einem schlechten Zustand sind, dass ich die in einen besseren Zustand packe. Und da muss ich doch einige Euros in die Hand nehmen. Das hängt aber immer vom Gebiet ab. Ulrich Schmersow, umweltpolitischer Sprecher der Regionsgrünen, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Ja, ich bedanke mich auch.